So, this is a lojong for those who are old-time Dhamma students. This is yet another lojong teaching, which you must have heard thousand times, but probably you should hear another million times. So and also, I should also myself contemplate on this thousands of times. Thank you for giving me the opportunity to even notice that there is something called lojong in preparation to actually tell you this lojong. Und das Thema wird Lojong sein und die älteren buddhistischen Hasen hier sozusagen, die haben das wahrscheinlich schon tausendmal gehört, aber ihr werdet es wahrscheinlich auch noch eine Million Mal hören. Und Rinpoche ist sehr froh auch und dankbar eben, dass er jetzt die Möglichkeit hat, selbst sich auch nochmal dran zu erinnern und das auch nochmal durchzugehen durch diese Belehrung, weil er sich hier vorbereitet hat für den Kurs. But for those who are new, at the least, I hope that this will give you a general introduction to what Buddhists do. Und für die Neueren wird uns euch das vielleicht eine so allgemeine Einführung darüber geben, was die Buddhisten so eigentlich machen. Or what they are supposed to do anyway. Oder was sie wenigstens machen sollten. The word lojong, mind training, itself has a profound message indicating that mind is trainable. Und das Wort Lojong selbst, Geistestraining, hat eine tiefgründige Bedeutung, nämlich, dass der Geist trainierbar ist. Many times such awareness that mind is trainable is ignored or taken for granted. Oft wird eben diese Tatsache, dass der Geist trainierbar ist, entweder einfach ignoriert oder einfach zu überschnell angenommen. Actually, it goes further than that. There should be in the curriculum for children's, I don't know, textbook in the school, there should be some sort of a mentioning of the fact that we have mind. Und eigentlich noch viel mehr sollte wirklich eigentlich in den Schulbüchern für die Kinder in der Schule eben auch beschrieben sein oder genannt werden, dass wir einen Geist haben. Of course, this I'm not to not necessarily, you know, talking something very sophisticated and scientific aspect of mind. Und Rinpoche möchte da gar nicht über einen sehr ausgefuchsten oder sehr wissenschaftlichen Aspekt des Geistes sprechen. But I think our children must learn to, from a very young age, that we have mind. We, you know, I think it's good, it's kind of important to know this message. Aber Rinpoche findet halt wichtig, dass die Kinder wirklich ganz von jungen Jahren an eben diese Nachricht hören, wir haben einen Geist. That we are slightly better than a machine. Dass wir ein bisschen besser sind als eine Maschine. And not only that we have mind, we ourselves have mind, the others also have mind. Und nicht nur, dass wir selbst einen Geist haben, sondern alle anderen auch. And this mind
is not that simple. That's also nice to know. Und dieser Geist ist nicht so einfach. Das ist auch gut zu wissen. And that is very complicated and it has something called feeling. Und das ist etwas sehr Kompliziertes und das hat sowas wie Empfindungen. And feeling creates mood and all of it also creates character. Und Empfindungen kreieren Launen und Launen kreieren auch Charakterzüge. I think that's these are kind of important thing to tell our children, I have a feeling. Und Rinpoche hat das Gefühl, dass es wichtig ist, das unseren Kindern mitzuteilen. Even just to have this knowledge that we have mind, I think is already a big part of Lojong. Einfach bloß das Wissen zu haben, dass wir einen Geist haben, ist schon ein großer Teil der Lojong-Belehrung. We don't even need to come to a conclusion what mind really is. Und wir müssen noch gar nicht mal irgendwie abschließend dann feststellen, was der Geist wirklich ist. It can be as vague as coming to a conclusion that we have life. Das kann so vage bleiben, einfach, dass wir zu der Schlussfolgerung kommen, ja, wir haben ein Leben. For instance, like you and me, wouldn't we sort of consider we have life, kind of? Dann würden wir alle nicht irgendwie so feststellen, ja, wir haben ein Leben irgendwie. Even though when we say my life is so vague, we don't know what we are talking about. Und selbst wenn wir mein Leben sagen, dann ist das so eine vage Angelegenheit, wo man gar nicht genau weiß, worüber man da spricht. But still, you know, it helps. It is the one that notion having a life is one that makes you know this is like a it's the drive. Aber das hilft uns aber trotzdem eben einfach diese Vorstellung, dass wir ein Leben haben, das hilft uns irgendwie so weiterzumachen oder ist so der Drive in unserem Sein. So, for those who are completely new, I'd just like to sort of point out that in Buddhism, mind is kind of a big deal. Und für die ganz Neuen unter uns möchte Rinpoche eben aufzeigen, dass der Geist innerhalb des Buddhismus irgendwie so eine dicke, große Sache ist. From the marketing point of view, it's a very smart move. Und das ist jetzt so aus verkaufsstrategischen Gründen oder Strategien her, ist das wirklich so eine gute Sache, das so darzulegen? Because it's very mysterious. Denn es ist irgendwas sehr Mysteriöses. But not too distant as gods. Aber nicht so weit von uns entfernt wie die Götter. You have it, you see. So it's very close to you, but still it's mysterious because you don't really know. You don't even know you have one. Na, wir haben ihn, den Geist, der ist wirklich ganz, ganz nah zu uns, aber manchmal erkennen wir gar nicht, dass wir einen haben. So, we can just, it's like a what? Opening Pandora box, talking about mind. Is infinite.
Und eben über den Geist zu sprechen, ist, wie wenn wir so eine Pandora-Box öffnen, eben, das ist wirklich unendlich. Many have come to a conclusion that the teaching of the Buddha has quite a worthwhile technique and conclusion regarding the mind. Und viele kommen eben zu dem Schluss, dass die Lehren von Buddhas eben wirklich bestimmte Methoden oder eine bestimmte Schlussfolgerung oder Ansichten über den Geist haben. So those guys up there that we see in front, behind you, in front of me. Und die Typen, die wir da auf den Fotos sehen, hinter euch oder vor Rinpoche. All they think about and talk about is mind. Das Einzige, worüber die immer nachdenken und reden, ist der Geist. They have written volumes after volumes about mind. Und die haben wirklich Werke und Werke und Werke verfasst über den Geist. They have come up with incredible amount of nuances and analogies and metaphors talking about mind. Und die haben wirklich ganz viele Nuancen oder Metaphern oder Analogien hervorgebracht, wenn sie über den Geist sprechen. You know that person who is sitting on the ground, counting from left to right, is it? Sitting on the ground. Zum Beispiel der eine, der hier, zweites Bild auf der von euch aus rechten Seite, auf dem Boden sitzt. Oh, actually, oder the same guy here, wearing the glass. Oder der gleiche Typ da auf der anderen Seite, zweites Bild, der mit den Brillen, mit der Brille. I have received some teachings from him. Rinpoche hat so manche Belehrung von ihm erhalten. And he taught what his teacher's teacher have taught him. Und er lehrte zu Rinpoche, was der Lehrer von seinen Lehrern ihm gelehrt hat. And one of the metaphors that he used is you have to do lojong as so much so that until the stage where when you relate to the world, your mind becomes like a fly on the horse bum. Und er sagte eben, dass wir so viel Lojong machen müssen, dass unser Geist eben, wenn wir uns auf die Welt beziehen, so wird wie eine Fliege auf dem Hintern eines Pferdes. And we don't know what he's talking about. What is this? Und da haben wir schon mal erstmal gar keine Ahnung, worüber er da spricht. And because in the Tibetan culture is so, you know, we have all this, you know, cultural baggage. Sometimes we dare not ask so-called, you know, like trivial questions. Und in der tibetischen Kultur, da haben wir manchmal so viel Gepäck, dass wir irgendwie uns nicht trauen, irgendwelche trivialen Fragen zu stellen. Many months I dare not ask what that is, but one time I took courage and asked him what this horse bum and the fly. Und für viele Monate hatte Rinpoche nicht den Mut, ihn zu fragen, was damit gemeint ist, aber irgendwann hat er dann seinen Mut zusammengefasst und hat eben gefragt, was da mit der Fliege und dem Pferdehintern es auf sich hat. And you see, this is the beauty, because his teacher's teacher taught many to nomads. Und das ist wirklich die Schönheit daran, denn der Lehrer seines Lehrers, der hat wirklich hauptsächlich den Nomaden unterrichtet. And nomads have yaks, you know, cattles, and then they have horses. Und die Nomaden, die haben ja Yaks oder Nutzvieh und auch Pferde. And horse's bottom is so, you know, like shiny and what do you call it? Slippery.
Und die Pferdehintern, die sind, die scheinen so und die sind auch ganz so rutschig und glatt. When the fly lands, it skids a little bit. Und wenn die Fliege da drauf landet, dann rutscht die so ein bisschen weg. So the analogy is this, we have to train our mind so much so that our mind skids a little bit as it relates to the object. At the moment it's not skidding. Und so sollten wir unseren Geist eben trainieren, dass der, wenn er sich auf bestimmte Objekte bezieht, auch so ein bisschen rutscht. Das macht er zurzeit überhaupt nicht. At the moment our mind is like a cow having a diarrhea. Zurzeit ist unser Geist mehr wie eine Kuh, die Durchfall hat. It's like it just we see something and it just glues on it. Die, nur sobald sie irgendetwas sieht, geht's los und sie klebt da irgendwas drauf. So, and since we are talking about this guy, the person who is on the far right, my right, right? Yeah. Wenn wir schon über diese Typen sprechen, dann derjenige, der auf Rinpoches ganz weit rechts außen ist. He gave me a book. Der gab ihm ein Buch. The wood, printed on wood block. Und das war so auf Holzblock Druck gemacht. It's a very thick book. Wirklich dickes Buch. And it's all about mind training again. Und wieder nur übers Geistestraining. From the kindergarten level all the way up to the, you know, like the highest level. Von der Kindergartenstufe bis zur höchsten Stufe. And the title of the book is called Guyang Lode. Und Guyang Lode ist der Buchtitel. Actually, crudely speaking, it means don't worry, be happy. Und so ganz grob gesagt bedeutet es, sorgt euch nicht, seid glücklich. It is really a step by step how not to worry. Und das ist wirklich so ein Schritt für Schritt Leitfaden, wie man sich eben nicht sorgt. And then this guy. Now this is a very big deal for me, this one. The one counting from the right, one to third one, one who's like this. Und dann der so sitzt aus Rinpoches Sicht, der dritte von rechts. Auch ein großer Fisch. I used to call him Mr. Universe. Rinpoche nannte ihn immer der Mr. Universum. Because I'm a Vajrayana practitioner anyway, someone who's, you know, trying, a struggling Vajrayana practitioner. Und Rinpoche meinte, er ist halt einer von denen, die versuchen oder sich da so anstrengen, Vajrayana zu praktizieren. You'd be surprised to hear this, but I like to sort of proudly share this with you. As a Vajrayana practitioner, we are supposed to think our guru as the Buddha. And I visualize this, my guru, as the Aryatara. And to me, when I visualize him as the Aryatara, it's almost natural. I can't visualize him as a Guru Rinpoche. It takes me time. Und vielleicht überrascht euch das so ein bisschen, aber im Vajrayana ist es ja eben so, dass man versucht, den Guru eben als den Buddha zu visualisieren oder zu sehen. Und Rinpoches Reflex ist immer, ihn als Tara zu sehen. Und es ist wirklich anstrengend oder es hat Zeit gebraucht, ihn als Guru Rinpoche sehen zu können. You might think I'm a little kinkish here. Und ihr denkt vielleicht, Rinpoche ist also ein bisschen verdreht oder hat einen Spleen oder sowas. Now, this man have taught me so much. Und dieser Mann hat ihm so viel gelehrt. And he is the one, when I was, I think about 9, I still remember, who actually gave me the teachings on mind. Und Rinpoche kann sich daran erinnern, als Rinpoche selbst 9 Jahre alt war, hat er eben von ihm Belehrung über den Geist erhalten. And
Many of the things that he uttered, if I remember, is what we are going to. I'm sure I will later on come up with that. In fact, his guru Shechen Jetsup Rinpoche wrote a very beautiful lojong, and Doris just showed me that book yesterday or something, and that somehow made me think probably this is the text I might use to discuss today's lojong. Und Rinpoche wird wahrscheinlich immer wieder jetzt im Laufe der Belehrung auf Worte eben von ihm zurückkommen. Und sein Hauptlehrer war eben Shishin Gyaltsab Rinpoche. Und Doris hat ihm gestern oder vorgestern erst ein Buch von Shishin Gyaltsab Rinpoche übers Geistestraining gezeigt. Und Rinpoche dachte ja, dass er vielleicht seine Belehrung darauf basieren wird. The person in the center. Und die zentrale Person hier is considered most very beautiful man. Und der wurde physically beautiful. Der wurde wirklich als ein sehr, sehr physisch schöner Mensch angesehen. In fact, a monk, eigentlich Mönch, mistook him as the person who is wearing the hat, ah, ja, as his wife at one point. Also ein Mönch hat einmal ihn in der Mitte eben aus Versehen verwechselt mit der Frau von dem mit dem Hut. When he first saw, because this monk, he saw Chenzi Choke Lodo in Lhasa, and then there on right inside his bed, on the same bed, is this beautiful woman sitting. Der hat Chenzi Choke Lodo da eben in Lhasa gesehen, wie der da auf seinem Bett sitzt, und daneben ist dann diese so schöne Frau. And he recently heard that Chenzi Choke Lodo got married. Und er hatte gerade vor kurzem gehört, eben, dass Kenzo Shoko Lutu eben heiratete. And he said, oh yeah, well, this must be it. This must be the woman. Und dann dachte sich der Mensch, ah ja, das muss sie sein, die Frau. And he went to receive blessings from Kenzo Shoko Lutu. Und er kam, um Segen zu empfangen, eben von Kenzo Shoko Lutu. And Kenzo Shoko Lutu indicated received blessing from this woman too. Kenzo Lütte hat dann irgendwie so aufgezeigt, ja, nimm doch auch von dieser Frau den Segen. You know, Tibetans are very racist and sexist too. Und die Tibeter sind wirklich super Rassisten und Sexisten. And he said, oh well, blessing from a woman? Oh, why not? Since Rinpoche said, why not? So he received. Und der Mönch dachte dann, oh, Segen von einer Frau. Naja, gut, wenn Kenzo Shoko Lutu das sagt, warum nicht, wenn ich schon hier bin? He still doesn't know that this is Dujom Rinpoche. Immer noch nicht erkennt, dass das Dujom Rinpoche ist. Few days later he heard that Choki Lodo is receiving a teaching from great master called Dujom Rinpoche. Ein paar Tage später hat dann der Mönch eben gehört, ah ja, Kenzo Shoko Lutu erhält da ganz besondere Belehrungen von einem großen Meister namens Dujom Rinpoche. And then he said, well, you know, I don't have particularly devotion towards Dujom Rinpoche, but if Kenzo Shoko Lutu receive teaching from him, he must be good. Und er dachte so bei sich, ah ja, ich habe eigentlich nicht so eine besondere Hingabe zu Dujom Rinpoche, weil wenn Kenzo Shoko Lutu dann Belehrung von ihm empfängt, dann muss er irgendwie gut sein. So he went, and there, that woman is sitting on the throne. Und er kam und sah, wie da eine, die Frau eben da auf diesem Thron sitzt. And the real wife is happened to be that one, actually, the first on the left. Und die echte Frau von Kenzo Shoko Lutu ist eben die Frau ganz links hier von Rinpoche. And she, I have to say, is an embodiment sort of how should I put it, lojong personified. Und sie ist quasi die personifizierte Lojong-Person. Coming from my aristocratic family. Und auch basierend auf Rinpoches aristokratischem Familienhintergrund. And
If you look at today's situation, her position and her achievement and her behavior, if you look at all this, you will see the byproduct of a lojong, real life. Und wenn man jetzt aus der heutigen Situation ihr Leben anschaut, ihre Aktivitäten, ihr Verhalten und so weiter, dann sieht man eben oder ihre Errungenschaften, dass das wirklich alles das Produkt eben von der Lojong-Praxis ist. Anyway, mind training is kind of a big deal. Wie auch immer, Geistestraining ist wirklich eine dicke Sache. For the sake of those who are not familiar, für diejenigen, die damit noch nicht so vertraut sind, I will try to also make this event a little bit, you know, practice oriented. Möchte Rinpoche dieses Ereignis hier auch ein bisschen praxisorientiert gestalten. So let us do the first step of practice. Lass uns den ersten Praxisschritt machen. Nothing religious. Gar nichts Religiöses. Nothing. Please sit straight. Bitte setzt euch gerade aufrecht hin. And I don't want you to pray. Und I'm not asking you to pray. Rinpoche bittet uns nicht zu beten. I'm not asking you to think of something particular. Und Rinpoche fragt uns auch nicht danach, dass wir jetzt irgendwas Besonderes denken. All I'm asking is sitting, just sitting. Sondern er fragt uns einfach nur zu sitzen, einfach bloß zu sitzen. Actually, no need to even sit straight, just sit. Eigentlich muss man noch nicht mal richtig gerade aufrecht sitzen, einfach sitzen. No visualization. Keine Visualisation. No chanting mantras. Kein Mantra rezitieren. Okay, this, what you just did, believe it or not, is the foundation, the fundamental mind training. Und glaubt es oder nicht, das, was wir gerade gemacht haben, ist wirklich die Basis oder Grundlage des Geistestrainings. I didn't ask you to do prayers. Rinpoche bat uns nicht, da Gebete zu sprechen.
No visualizations. Oder Visualisationen. I didn't ask you to particularly concentrate on something. Oder dass wir uns auf irgendwas besonders konzentrieren sollten. I didn't ask you to concentrate on energy or light or sensations. Er hat uns nicht darum gebeten, jetzt uns auf irgendwelche Lichter oder Energien oder Gefühle, Empfindungen zu konzentrieren. Just sitting. Einfach nur sitzen. Believe it or not, this is a technique that is encouraged and taught for 2500 years by every one of our forefathers. Und denkt daran, das wurde vor 2500 Jahren von allen unseren Vorvätern gelehrt, diese Technik. If you think, will this really make me train mind? Und wenn wir uns dann fragen, wird das wirklich meinen Geist schulen? Actually, that doubt is quite, I appreciate that doubt. Und so ein Zweifel schätzt Rinpoche schon wert. Of course, depending on what kind of doubt you have, but that doubt, if it is coming genuinely, almost like coming from a shock, wow, is this really going to train my mind? You know, just sitting like this? That is the beginning of you encountering a path of simplicity, which is very valuable. Und kommt natürlich auf den Zweifel an, aber wenn das wirklich so ein echter Zweifel ist, wo man fast so geschockt ist, dass das wirklich unseren Geist trainieren wird, dann ist das wirklich etwas sehr Kostbares, wenn man eben so hinterfragt, oder wenn das in eine Richtung geht, eben dass das ja etwas macht, was unser Leben vereinfacht oder wo wir einfach einfacher sind. This technique should be also, I think, in the school. Und diese Technik sollte auch in der Schule angeboten werden. Just a minute or two. Vielleicht nur eine oder zwei Minuten. It's nothing religious, as you can see. Ne? Wie wir sehen, nichts Religiöses dran. How does it work? So many, many, many reasons. Und wie funktioniert das? Da gibt es so viele Begründungen. If I just count few, why it works? If I just say few number, you know, few. Und wenn Rinpoche einfach ein paar Mal erwähnt von den Begründungen, warum es funktioniert? Yes, obvious one is it relaxes you. Erster, na klar, ja, es entspannt uns, offensichtlich. But also it unsettles you. Aber auf der anderen Seite bringt uns das auch so ein bisschen in Aufruhr und nimmt in Stabilität. Very important. Das ist auch sehr wichtig. It makes you sort of blissed out. It can sort of make you very nice, just sitting nice. Und es kann irgendwie uns so Glücksgefühl abgedreht, das Glücksgefühl uns verschaffen, es ist irgendwie so ganz schön, so zu sitzen. But it will also bore you. Aber es wird uns auch langweilen. And that's important. Das ist wichtig. So important. So wichtig. So important. So wichtig. To make you bored. So important. Das ist uns wirklich, wirklich langweilt. Das ist so wichtig. And not give in to the entertainment, but really go through that boredom. Und dass wir uns nicht dann der Unterhaltung hingeben, sondern dass wir wirklich da in diesen langweiligen Zustand kommen. It when you sit like it makes you also come home. Und das bringt uns auch irgendwie nach Hause. But more importantly, it will make you lonely. Aber noch wichtiger, es macht uns einsam. Absolutely important. Das ist vollständig absolut wichtig. You have to be lonely. Ihr müsst euch einsam fühlen. Because you are lonely and there's only you. Denn ihr seid alleine, es gibt nur dich.
In the whole world there's only you. In der ganzen Welt gibt's nur dich. And that needs to be in touch. You know, we need to be in touch with that. Und damit muss man in Kontakt treten mit diesem Zustand. Oh, there's so many reasons. Da gibt's noch so, I can go on. Da könnte Rinpoche noch so viele andere Gründe aufzählen. When you sit, it kind of makes you feel you have a direction. Und wenn man so sitzt, gibt einem das Gefühl einer Richtung. But it will also make you depressed. Aber es wird uns auch deprimieren. And that depression is again valuable. Und diese Depression ist wiederum wertvoll. As a pessimistic myself, everything what I've been, you know, I'm always talking about something positive and something negative. I will bank on to the negative one. Und er als Pessimist selbst meinte er, was er jetzt alles so an positiven und negativen Dingen aufgezählt hat, er wird sich besonders auf das Negative stützen. That depression is just so valuable. Diese Depression ist einfach so wertvoll. Just so, you know, it really, you know, it's... I think it's like a snot. Das ist wie so ein Schnodder aus der Nase. You know, one or two drops coming is not so nice. Kommen da ein, zwei Tropfen, nicht so schön. Complete blowing out. Wenn man es dann vollständig rausgerotzt hat. The really deep, deep, deep down depression. Dann wirklich tiefe, tiefe, tiefe Depression. But I think the depression, of course, I think it's a very big term, so maybe I'm misleading you here a little bit. Aber Depression ist natürlich ein großer Begriff und vielleicht führt uns da Rinpoche ein bisschen in die Irre. Okay, so as I said, I will sort of briefly go through the Shesen Jasab Rinpoche's mind training. Und wie angekündigt, wird Rinpoche ein bisschen durch Shesen Jasab Rinpoches Geistestraining durchgehen. Longing to train mind, a considerable amount of that longing is necessary. Sich nach dem Training des Geistes zu sehen, eine bestimmte Menge an diesem Sehen ist wichtig und notwendig.
And also, the purpose of training the mind, the aim, the final aim, that's defining that is important. Und der Zweck oder das letztendliche Ziel des Geistestrainings definiert eben das Geistestraining als etwas Wichtiges. If your final aim is just to relax, und wenn dein letztendliches Ziel einfach bloße Entspannung ist, to free ourselves from stress, let's say, um uns vom Stress zu befreien, this sort of temporary stress, dieser vorübergehende Stress, den wir haben, then actually most of these Lojong teachings that you will find in the Buddhist teachings coming from people like those guys, they are waste of time. Dann sind eigentlich die meisten der Lojong-Belehrungen, die wir finden, zum Beispiel von den Typen hier, sind pure Zeitverschwendung. I mean, you don't need to exert yourself going through all of that. That you can just get it from any spas. Und da müssen wir halt nicht dann durch all uns anstrengen, durch all diese Belehrungen dann zu gehen, weil das, was wir da erreichen wollen, können wir durch irgendwelche Wellnessbereiche kriegen. Yoga centers, maybe they can teach you. Oder die Yoga Center können uns das unterrichten. Also, you know, meditation is very trendy. I mean, not very, but quite trendy nowadays. So. Heutzutage ist Meditation schon so ein bisschen in. So, a considerable amount of wanting to train the mind, and some sort of a direction, why you want to train the mind, for what purpose, kind of important. Und halt so ein gewisses Maß an Geistestraining und auch wirklich so ein Ziel vor Augen zu haben, warum wir den Geist trainieren wollen, ist wichtig. You know, often we hear, now this is mainly for the seasoned practitioners, so maybe some of you new ones, a little confusing here, but since we have a mixed audience, I have no choice. Und was gleich kommt, ist eher so ein bisschen für die älteren Praktizierenden, ist vielleicht für die Anfänger ein bisschen verwirrend, aber weil hier so eine gemischte Gruppe eben ist, hat Rinpoche keine Wahl. You know, I often hear from the old practitioners, you know, I have so much anger, I have so much jealousy, I have so much, you know, like paranoia, I still haven't managed to train my mind. When I hear this, und oft hört er eben von diesen älteren Buddhisten ich habe so viel Zorn oder Wut, ich habe so viel Eifersucht, so viel Paranoia, ich kann nicht wirklich meinen Geist schulen. Und wenn Rinpoche das hört, I sometimes like to tell them, no, this is very subtle, okay, this is very subtle, so I sometimes want to tell them, maybe we, as a spiritual practitioner, we put so much emphasis on training the mind so that we will not be this, what do you call it, short-tempered, snake-like person. Und da hat Rinpoche and less importance in achieving enlightenment. You know what I'm talking about? And that maybe is a little bit off the track. Und oft hat Rinpoche den Wunsch, denen zu sagen, wir sollten uns nicht unser Augenmerk nur darauf legen, nicht mehr diese aufbrausende Schlangenmentalität zu haben, wo wir direkt ausrasten, und dass wir sollten nicht vergessen, eben, dass unser Ziel eigentlich die Erleuchtung ist. I hear this, you know, this fundamental wish to be good boy and good girl. Denn Rinpoche hört da irgendwie so raus, dass man diesen grundlegenden Wunsch, guter Junge, gutes Mädchen zu sein, hat. Who cares whether you're a good girl or a good boy? Wen kümmert das denn bitte, ob man ein guter Junge oder ein gutes Mädchen ist? It's not going to help so much on enlightenment. Now, if this is your aim, if the enlightenment is your aim, final aim. Denn das wird dir nicht so sehr zur Erleuchtung helfen. Aber wenn Erleuchtung dann letztendlich das Ziel ist, by all means, of course, I'm not, you know, giving you the license to, you know,
go out there and do, you know, like throw all your emotion. Aber das soll auf keinen Fall jetzt eine Freikarte sein, dass man jetzt überall seine Emotionen drauf wirft. Anyway, uncontrollable emotion is never, you know, like never. It costs so much. Aber it's expensive. Aber unkontrollierte Emotionen, die kosten wirklich viel, die sind echt teuer. It's not economical. Nicht so ökonomisch. You need to really put this in your budget planning. You know, how much emotion you should have. Das müssen wir wirklich in unsere Budgetplanung mit aufnehmen, wie viel Emotionen wir uns leisten können. Because it might cause cancellation of next holiday. Denn das könnte dazu führen, dass unser nächster Urlaub komplett abgesagt wird. But I'm trying to emphasize on the aim of liberation. Aber Rinpoche möchte eben dieses Ziel betonen, das Ziel der Befreiung. Yeah. Now we are touching a very important subject. Jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Thema. Do we really believe in liberation? Glauben wir wirklich an Befreiung? Of course, poetically, emotionally, all of that, yes, enlightenment, nirvana, all of that. But, you know, we have to really contemplate and kind of develop some sort of a trust in liberation. Klar, so poetisch gesehen, emotional gesehen, klar, Erleuchtung, Nirvana, klingt toll. Aber wir müssen eigentlich wirklich ein gutes, richtiges Vertrauen entwickeln in Befreiung. It is possible, you know. Das ist durchaus möglich, weißt du? And actually I have to thank many Westerners. Und Rinpoche musste eigentlich auch vielen Western danken. Because again, me as a Tibetan and Bhutanese, I am a fundamentally racist. Rinpoche selbst ist ja eben als Tibeter Bhutanese grundlegend rassistisch. But over the years, you know, I encountered many non-Tibetans, non-Bhutanese, who have struggled practicing Dharma. Und über die Jahre hat Rinpoche dann wirklich viele Nicht-Tibeter, Nicht-Bhutanesen kennengelernt, die sich wirklich abmühen, den Dharma zu praktizieren. Yes, of course, I have been impressed because they are becoming good boys and good girls also, but that is not the real reason. Und klar, auch dann beeindruckt, dass sie dann wirklich zu dem guten Jungen, guten Mädchen geworden sind, aber das war jetzt nicht der Hauptgrund. But many of them also have this very kind of a very special conviction. Aber viele haben wirklich diese ganz besondere Überzeugung. How should I put it? This is difficult, but conviction to not to trust how things appears, and conviction of trusting something that is beyond how things appears. And I have noticed that within, you know, many Western Dharma students. That to me is a really encouragement. Sondern eben diese Überzeugung zu haben, den Dingen nicht zu trauen, wie sie erscheinen, und die Überzeugung zu haben, den Dingen zu trauen, jenseits von dem, wie sie erscheinen. Und Rinpoche hat festgestellt, dass manche Praktizierende wirklich so eine Sichtweise haben, und das ist was Beeindruckendes. Of course, not, you know, like continuously. It comes to them, you know, off and on. But that's already very good. Und das ist vielleicht keine kontinuierliche Sichtweise, aber die kommt und geht, und das ist schon gut. You know, some of the practitioners beginning to see things as a sandcastles. Und manche Praktizierende beginnen die Dinge wie diese Sandburgen wahrzunehmen. Losing a strong grip on certain things that you have such a strong clutch or grip in the past. Und man löst so ein bisschen dieses feste Greifen, wonach man sonst in der Vergangenheit immer so gegriffen hat. And I'm not even talking about like Ferrari or Rolex watches. Und Rinpoche spricht dann noch nicht mal über Ferraris oder Rolex-Uhren. I'm talking about those who
like passionately detest White House. Now beginning to see the whole phenomena of detesting White House is like a sandcastle. That is an achievement, especially for left bleeding heart leftist. Und sondern es ist da wirklich so eine leidenschaftliche Abscheu gegenüber das Weiße Haus. Und das allein ist schon wirklich eine Errungenschaft, insbesondere für die, die wirklich so mit ihrem Herzen ganz, ganz, ganz weit links angeordnet sind. Liberation is very possible. Und Befreiung ist tatsächlich sehr wohl möglich. If you are asking me, have I reached liberation? No. That's for sure. Wenn wir Rinpoche fragen würden, hast du Befreiung erreicht? Dann Antwort: Nein, garantiert nicht, sicher nicht. But my conviction towards the liberation is much more strong. Aber Rinpoches Überzeugung in die Möglichkeit der Befreiung ist viel stärker. Because there's many reasons. Und dafür gibt es viele Gründe. Because actually it is very simple. Denn es ist tatsächlich ganz einfach. Actually it is right in front of your nose. Es ist eigentlich direkt vor unserer Nase. It's within your reach. Es ist wirklich innerhalb unserer Reichweite. It's a matter of shifting a little bit of attitude. Es ist einfach eine Frage, unsere Haltung etwas anders auszurichten. It's almost like this, huh? Like that. It's this close. Like, you know, you're looking at this close. Es ist einfach unsere Haltung oder Einstellung ein bisschen zu ändern, ein bisschen neu einzurichten. Shifting the perspective. Einfach unsere Perspektive ein bisschen zu ändern. And then actually the compassion makes sense. Und dann plötzlich macht Mitgefühl Sinn. Because before the compassion comes a frustration. Denn vor dem Mitgefühl kommt erstmal die Frustration. Thinking, wow, you know, just how is it possible? Because it's just this much, and then yet myself and all others just can't do this. You understand? Da ist erstmal die Frustration oder der Schock. Oh, wie ist das möglich? Ich selbst oder andere, wir können noch nicht mal ein bisschen diese kleinen Unterschied machen in unserer Perspektive. Am I making sense, by the way? Macht das ein bisschen Sinn? No, I feel like I'm talking with my own language here. Rinpoche hat das Gefühl, er spricht in seiner eigenen Sprache. And by the way, I'm actually going through the text. It's just I'm interpreting kind of my own very strange way. Übrigens, das basiert alles auf dem Text, den geht er durch. Es ist einfach nur ein bisschen so seine Version. Because Shechen Jasa Rinpoche's word is come. Und Sachin Gyaltsa Rinpoche's Wort hier ist kam. Jebichim, chita sain tmanpa dijim, tongpanyi jebichim, teta kunjim, kam de nyambar chema yin. Kam de nyambar chema yin. Kam is such an important word. In fact, the tantric people use this a lot. Kam ist so ein wichtiges Wort. Die tantrischen Leute benutzen das ganz viel. How do you translate it? It's element. Yeah, come. Come actually is also the English word come. Und come ist Tibetisch und bedeutet eigentlich das gleiche wie im Deutschen kommen. Actually, it refers to that too. Es bezieht sich darauf. You understand? I'm serious. I'm not making up. Versteht ihr? Es ist ernst gemeint, nicht ausgedacht. You know, are you coming? Kind of that kind of come. Not the coming, coming. No, kommst du? Also nicht das Kommen, kommen. Yeah. It does refer to that.
Das bezieht sich darauf, wirklich. But let's leave that with the tantric people for now. Aber das lassen wir mal bei den Tantrikern. The come is this, you know, Chechen Jesuit Rinpoche, you know. Anyway, this is in connection with I was talking about how liberation is just so possible. In fact, the word possible is already not good enough. Und the availability of the liberation is just so much there. Und das bezieht sich eben darauf, dass Befreiung wirklich möglich ist. Aber möglich ist auch nicht stark genug ausgedrückt. Befreiung ist tatsächlich direkt hier verfügbar. It's like you want a kilo of gold. Zum Beispiel, wir wollen ein Kilo von Gold. And if somebody give you a kilo of gold nugget unprocessed, right? You should be happy to receive equally, you know, as a kilo of gold. You should not be, you know, grumbling about, oh, it's not shiny, it's not, it's, you know, you should not be grumbling. Und wenn wir dann eben so einen unbearbeiteten Klumpen, ein Kilo Gold kriegen, dann sollten wir nicht anfangen rumzujammern und meckern, oh, der ist ja ganz dreckig und so weiter. Because when you grumble, then that's the time somebody will snatch it away. Denn wenn, sobald wir anfangen darüber zu grummeln und so weiter, dann wird das jemand anderes einfach an sich reißen. Of course, there is no somebody here, which you own, you know, like other things that will snatch it away. Natürlich gibt es ja nicht jemand anderes, der dir das wegnehmen kann, aber andere Sachen in dir, die dir das wegnehmen. This is how, you know, these guys up there, when they look at us, people like you and me, pile of shit, basically. Und das ist eben, wie diese Typen da oben auf uns gucken, als wie wir da hier als ein Haufen Scheiße sitzen. They don't see it as a pile of shit. Aber die sehen das nicht als ein Haufen Scheiße. For them, we are gold nugget. Sondern für uns, wir sind Goldklumpen. They're happy with it. Und die sind froh damit. They would not ask, they would not even think of asking, is this really gold? Die kommen noch nicht mal auf die Idee zu fragen, ey, ist das wirklich Gold? That kind of, you know, the compassion, these guys, that's how these guys relate to us. Und das ist das Mitgefühl und das ist, wie die sich auf uns beziehen. For them, we are asset. Asset? Für uns, für die sind wir wie Säure. Like investment? für die sind wir etwas, so ein, was wir anlegen, so ein Kapital quasi. Wie the asset, right? Asset. Wie ein Vermögen oder etwas, was wir haben, we etwas are anzulegen. Asset. And by the way, the even mentioning this to you, if you know how to listen to this, I mean, not my word, of course, Chechen Jesuit Rinpoche's word. If you can listen to this, now when you go out there, if you can even intellectually see those people as an asset, some sort of mind training is happening. Und Chechen Jesuit Rinpoche sagt, selbst wenn wir das nicht so sehen können, wie die uns sehen, aber wenn wir wenigstens intellektuell in die Welt rausgehen können, und so die anderen Wesen auch sehen, dass wir als ein Vermögen. Easy investment. Also wirklich eine einfache Sache, wo man anlegen kann. You don't spend anything and you gain everything. Man investiert nichts und gewinnt alles. Now you will hear for the Bodhisattva, you know things like this. For the Bodhisattva's breathing in and out is also an act of benefiting other beings. Now all these things, you can hear it as a very poetic and very, you know, like a praise to the Bodhisattvas, but it doesn't make sense. Und wenn wir dann eben hören, ja, der Bodhisattva, wenn der ein- oder ausatmet, das ist ein Nutzen für die Wesen, klingt erstmal poetisch, aber wenn man wirklich drüber nachdenkt, macht das wirklich Sinn. This will make you realize that you have all the reasons to eat well. Denn das wird uns verstehen machen, dass wir richtig viele gute Gründe haben, warum wir uns richtig ernähren sollen. And you have all the reasons to choose the right lipstick.
Und dass wir auch die richtigen guten Gründe haben, dass wir den richtigen Lippenstift benutzen. Or the right moisturizer. Oder die richtige Feuchtigkeitscreme. Or even a liposuction or a plastic surgery, whatever. Oder Fettabsaugung oder andere plastische Chirurgie, was auch immer. Because you are running a very big company here. Denn wir leiten hier wirklich eine große, große Firma an. And there's a lot of profit. Und da gibt es wirklich ganz viel Profit. And this is so important. Und das ist so wichtig. So don't eat too much sausage. Also, esst nicht zu viele Würstchen. You have to live long. Ihr müsst lange leben. You have to live healthy. Ihr müsst also gesund leben. Because everywhere there's a gold nugget. Denn überall sind Goldklumpen. What time is it? When is the lunch? Okay, we have a like 15 minutes break. Dann 15 Minuten.